Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Japan-Video, beziehungsweise zu dem ersten aus 2019. Ich hatte mir ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze mache, habe auch schon zwei, dreimal angefangen und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass eine Art Tagebuch in der Hinsicht am besten wäre, weil man dann ja über mehr reden kann, weil man darf nicht allzu viel filmen, jetzt in einem Freizeitpark zum Beispiel, wo wir jetzt am ersten Tag auch waren, deswegen passt das in dem Fall ganz gut, aber ich kann ein bisschen drüber quatschen. Auf Instagram seht ihr dann noch ein paar mehr Bilder, gegebenenfalls auch mal auf Twitter oder so, aber jetzt erstmal zum ersten und zweiten Tag in Japan. Der erste Tag war halt nur Ankunft, dann waren wir schon relativ spät am Hotel. Das Hotel habt ihr gerade gesehen. Ist wirklich ganz schön. Und am zweiten Tag ging es dann für uns erst richtig los. Und wir haben mit dem Tokyo Dome City bzw. mit dem Freizeitpark am Tokyo Dome angefangen. Denn der ist mitten in der Stadt. Ein Freizeitpark. Wir standen so ein bisschen davor, haben uns gerade auch auf Google Maps überlegt, müssen wir jetzt nach links oder nach rechts, und haben nach oben geguckt und dort fuhr die Achterbahn vorbei. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Aber bevor es losging, gab es natürlich noch kurz was zu essen. Aber genug davon, ja, auf zur U-Bahn. Da sind natürlich immer schöne Malereien und Gemälde und Bilder an den Wänden. Und ja, dann ein, zwei Stationen. Das U-Bahn-Fahren in Japan immer wieder toll. Es geht super schnell und man kommt wirklich überall hin. Und dann war man auch schon da. Das Tokyo Dome City, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn man wegen dem City-Endwort immer irgendwie einen falschen Anfang findet. Ja, mitten in der Stadt, am Tokyo Dome, am Stadion, Baseballstadion und so weiter, gibt es einen Freizeitpark mit einer sehr einzigartigen Achterbahn. Sie ist wirklich sehr krass, aber jetzt nicht irgendwie das Beste, was man so gesehen hat. Aber sehr einzigartig, denn die geht einmal durch ein Gebäude durch, durch das Innere eines Riesenrads und klettert zweimal an der Außenfassade eines Hauses entlang. Die Wasserbahn haben wir massiv unterschätzt. Es gibt immer die Möglichkeit, bei Wasserbahnen in japanischen Freizeitparks Regencapes zu kaufen. Und die kosten so 140 Yen, also 1,50 € in dem Dreh. Und wir haben damit angefangen, weil es war sehr warm, kann ja ein bisschen abkühlen. Übrigens, man sollte nicht filmen, deswegen nur ganz kleine Eindrücke. Ja. Aber der Big Splash am Ende, der hat uns überrascht, sage ich einfach mal. Man war komplett nass, von oben bis unten. Du hast erst nur dieses typische Eintauchen sozusagen abbekommen und dann kam eine dicke Welle und hat einfach das ganze Boot versenkt. Hier kommt jetzt noch Boot Nummer 2 mit Dadosh, Vex und Noah und ja, die sind auch komplett durchnässt, deswegen haben wir es auch gefilmt, weil es einfach so lustig war, weil man halt sehen wollte, wie die drauf reagieren. Und ja, ich glaube, damit hatte zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet. Um sich aber am besten zu trocknen, fährt man am besten mit der Achterbahn. Dort ist Film natürlich nicht möglich, natürlich nicht. Dort ist nicht mal möglich, eine Brille zu tragen. Ja, die musste ich auch absetzen, denn die wird dir da wegfliegen. Und es gibt bestimmt noch ein paar Szenen, wo ich die auch mit drauf habe, wo man sie im Hintergrund sieht und so weiter. Aber großartig filmen konnte ich dann nicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Der Aufstieg ist relativ steil und der Drop halt noch krasser. Ihr seht es da gerade. Und ja, dann fährt man da hinten auf ein Haus hoch und kommt da durch das Haus wieder durch. Und dann macht man die zweite Runde durch das Big O, das ist das Riesenrad. Und ja, das war auf jeden Fall ziemlich geil. Jetzt genießen wir kurz die Wassershow. Ich möchte mich in der Zeit noch bei Hightech bedanken. Ihr seht es auch oben links. Denn Hightech unterstützt uns, also Dadosh, Kapuze und mich ein bisschen auf der Reise. Greift uns unter die Arme. Wir haben ja alle unsere Rechner von Hightech. Und hier helfen sie uns auch nochmal aus. Das ist auf jeden Fall eine super, super geile Aktion. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und schaut auf jeden Fall mal bei den Jungs und Mädels von Hightech vorbei. Wenn ich es nicht vergesse, habt ihr es natürlich in der Videobeschreibung, ansonsten in der Kanalbeschreibung oder sonst wo. Ich werde es aber auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall dran denken und es unten reinpacken, weil das ist für uns eine große Unterstützung gewesen. Und ja, schaut euch das gerne auch mal an. Oder auch die Unboxings, die sowohl Dadosh, Kapuze als auch ich mal hochgeladen haben, denn wir haben ja alle einen Rechner von denen bekommen. Danach haben wir das Schlimmste von allem gemacht. Und nein, es ist nicht das Horrorhaus, es ist das Riesenrad. Ein sehr besonderes Riesenrad, denn in diesem Riesenrad konnte man auch Karaoke singen. Es gab Karaoke-Gondeln, das erspare ich euch jetzt mal. In unserer Gondel, ja, war das ein bisschen anders. Ich hatte, also hier hatte ich extrem Angst. Die Achterbahn, ich habe gelacht, ich fand sie cool.
Das Riesenrad war eine Nummer für sich, also das war auch relativ hoch, ihr habt es ja sowieso gerade schon gesehen, der höchste Punkt konnte auch mit der Achterbahn konkurrieren, eine Fahrt ging 15 Minuten, du bist halt irgendwie, du bewegst dich so langsam, du hast unter dir halt direkt die Stadt, weil du ja so fast freischwebend bist, das Riesenrad startet ja schon relativ weit oben im Tokyo Dome City. Und du bist halt, wenn du jetzt 5 Meter sozusagen schon losgefahren bist, bist du schon über einer Straße, die sowieso schon unter einem Gebäude war. Und ja, es war sehr, sehr hoch. Die Aussicht war fantastisch. Ich habe sie euch mit der Kamera festgehalten, auch wenn ich selbst nicht so viel gucken konnte. Und hier nochmal die Achterbahn, wie sie da durch das Riesenrad fährt und gerade ihre zweite Runde dreht und dann wieder hinter der Hausfassade verschwindet. Es gab noch ein Horrorhaus, das war fantastisch. Darüber können wir gleich noch reden, denn da konnte man natürlich auch nicht filmen. Was wir dann aber noch gemacht haben, weil das Horrorhaus war bis 17 Uhr in so einer Light-Variante und ab 17 Uhr in so einer Hardcore-Variante mit Live-Darstellern, die einen erschreckt haben. Das war auch sehr, sehr geil. Wir waren 3- und 4er-Gruppen. Man hat am Anfang so eine Art Familienfoto gemacht. Das wurde dann auf Bilderrahmen projiziert, während man durch dieses Horrorhaus geht. Man wurde regelmäßig von Live-Darstellern und herausspringenden Puppen erschreckt. Wirklich cool. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Tokyo Dome City zu gehen, dann macht das auf jeden Fall mal. Während wir gewartet haben, sind wir noch in einen Park gegangen, der auch mitten in der Stadt war. Du siehst, wenn du in der Stadt langläufst, diese typischen Tempelmauern, die ein riesiges Gelände abdecken. Und dort drin ist dieser wunderschön aufgeräumte Park, wo ihr jetzt auch die ganzen Videoszenen noch bekommt, bis dieses Video vorbei ist. Es gibt immer noch ein paar Special-Sachen, die ich aufgenommen habe. Die möchte ich euch in einem extra Video zeigen. Das ist nur so ein bisschen, in den Videos quatsche ich darüber, was ich gemacht habe, was wir gemacht haben. Und nebenbei wird es dann auch noch Videos mit Special-Attraktionen, Aktivitäten geben. Ihr werdet im ersten Video direkt erkennen, was ich damit meine. Das ist nur etwas, was diesen Tagesablauf vielleicht nicht gut zusammenfasst, sondern halt sehr spezifisch ist. Das gibt es dann immer noch in einem extra Video. Ich versuche immer 1, 2, 3 Tage zusammenzufassen. Das muss sich auch irgendwie lohnen. An Wochenende, Feiertagen macht man natürlich ein bisschen weniger als an normalen Wochentagen, wo nicht allzu voll ist. Ich hoffe, das könnt ihr auch verstehen. Deswegen ist das Ganze so ein bisschen unterteilt. Das ist so ein kleines Tagebuch. Wie gesagt, Tag 1 war Anreise und halt ein bisschen was essen. Tag 2 war Tokyo Dome City und dieser wunderschöne Park direkt nebenan und ja, das ist dann für dieses Video. Wir haben ja beim Tokyo City Dome noch was sehr Cooles aufgenommen, das kommt in dieses Special Video, ansonsten wird es da auch noch andere Sachen geben, aber wie gesagt, dazu dann mehr, wenn es soweit ist, dann fasse ich beim nächsten Mal wieder Tag 2, 3, 4 und sowas zusammen und so machen wir das tagebuchmäßig, würde ich sagen, ja, Stück für Stück. Ich denke, das ist so das Beste für das Video. Ist für mich auch am einfachsten, muss ich ehrlich sagen, denn so kann ich auch nochmal die ganzen Sachen zusammenfassen. So habe ich auch nochmal ein Resümee der Tage und ich muss nicht so viel Zeit im Hotel verbringen zum Schneiden. Wie letztes Jahr werde ich so wenig Zeit wie möglich im Hotel verbringen und so viel wie möglich machen oder sehen wollen. Ich weiß, dass in der Gruppe manche Leute aufwendigere Vlogs machen und natürlich auch mehr Zeit benötigen und ja, aber für mich ist Japan halt eher Urlaub und ein Tagebuch ist, glaube ich, ganz cool, um das Ganze festzuhalten. Mit dabei, das sagen wir nochmal kurz, ist ein Kumpel von mir, Darosh, Vex, Shigo natürlich, Noah, und Yannick, Destiny Cast. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, ihr habt ja vielleicht das Foto auf Instagram gesehen, dann wisst ihr es auf jeden Fall. Und zur Not, ja, ich glaube, ihr habt es so oder so mitbekommen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein klein bisschen Spaß. Mal schauen, was wir die nächsten Tage so machen. Ich halte euch auf dem Laufenden.